Löse diese Ungleichung. Die Quadratwurzel von 3x² plus 5x plus 7 minus die Quadratwurzel von 3x² plus 5x plus 2 streng größer als 1. Bevor wir diese Ungleichung lösen, müssen wir Existenzbedingungen erfüllen. Dieser Radikant muss größer gleich 0 sein und dieser Radikant ebenfalls. Da die Diskriminante von diesem Trinom streng negativ ist, hat dieses Trinom immer das Vorzeichen der Vorzahl von x². Also dieses Trinom ist immer streng positiv für egal welchen Wert von x. Das ist immer erfüllt, also haben wir hier keine Existenzbedingung. Jetzt dieses zweite Trinom. Die Diskriminante ist gleich 1 und demzufolge gibt es zwei verschiedene Nullstellen. Das sind hier minus 2 Drittel und minus 1. Da dieses Trinom größer gleich 0 sein muss, muss x sich außerhalb von diesen zwei Zahlen befinden, das heißt, entweder im Intervall von minus unendlich natürlich ausgeschlossen, bis minus 1 aber eingeschlossen, oder x ist in diesem Intervall von minus 2 Drittel eingeschlossen, bis plus unendlich natürlich ausgeschlossen. Jetzt beginnen wir mit der Auflösung. Zuerst setzen wir diese Quadratwurzel rechts rüber und so haben wir an beiden Seiten dieses Zeichens der Ungleichung positive Zahlen. Also dürfen wir beide Seiten im Quadrat nehmen und dieses Zeichen der Ungleichheit bleibt. Also so. So finden wir also diese Ungleichung. Und in dieser Ungleichung sehen wir links vom Ungleichheitszeichen 3x² plus 5x, rechts aber auch. Also verschwinden diese vier Termen und die Ungleichung wird zu dieser da. Jetzt können wir beidseitig durch 2 teilen, dann haben wir an beiden Seiten positive Zahlen, die wir also nochmal im Quadrat nehmen können, ohne dass dieses Zeichen ändert. Und so stoßen wir auf diese Ungleichung oder auch auf diese Ungleichung. Die Diskriminante von diesem Trinom zweiten Grades beträgt 49 und die zwei Nullstellen sind 1 Drittel und minus 2. Wir machen jetzt für dieses Trinom eine Zeichentabelle. Achtung bei der Reihenfolge dieser besonderen Werte. Die kleineren sind links und die größeren rechts. Dieses Trinom wird bei minus 2 und bei 1 Drittel 0. Außerhalb der zwei Nullen setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Dieses Trinom soll streng negativ sein, das ist hier der Fall und nur hier. Also muss x sich streng zwischen minus 2 und 1 Drittel befinden. X muss also Element von diesem beidseitig offenen Intervall sein. Die Lösungen der Ungleichung sind also alle Werte für x, die diese zwei Bedingungen erfüllen. Um die zusammenzufassen, zeichnen wir den Zahlenstrahl mit dem Ursprung 0 und der Einheit 1. Dann zeichnen wir diese besonderen Werte ein, ist gemacht. Und jetzt suchen wir alle Zahlen, die die erste Bedingung nicht erfüllen. Das sind die Zahlen, die sich streng zwischen minus 1 und minus 2 Drittel befinden. Also alle Zahlen, die sich in diesem Intervall befinden, aber beidseitig offen. Das heißt,
Diese Zahlen, die jetzt rot gefärbt sind, erfüllen diese erste Bedingung nicht. Also können Sie auch die zwei Bedingungen nicht erfüllen. Jetzt suchen wir noch alle Zahlen, die diese zweite Bedingung nicht erfüllen. Das ist einerseits die minus 2 und alle Zahlen kleiner als minus 2 und andererseits die Zahl 1 Drittel und alle Zahlen größer als 1 Drittel. Diese Zahlen, die jetzt hier rot eingefärbt sind, diese und diese, erfüllen die zweite Bedingung nicht. Also können Sie auch nicht beide Bedingungen erfüllen. Die Zahlen, die auszuschließen sind, sind alle rot gefärbt. Alle anderen Zahlen sind in der Lösungsmenge der Ungleichung, die färben wir also grün. Und sehen so, dass die Lösungsmenge der Ungleichung die folgende ist: von minus 2 ausgeschlossen bis minus 1 eingeschlossen, also so, vereinigt mit dem Intervall von minus 2 Drittel eingeschlossen bis 1 Drittel ausgeschlossen.